Die Arbeitkonferenztour der Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner ist fast beendet. Mit Wiener Neudorf hat man so gut wie alle Bezirke Niederösterreichs besucht. Ziel dieser Konferenz, mit den Gemeindevertretern, ist die Anliegen der niederösterreichischen Landsleute zu erfahren. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einbegleitung. Ein herzliches Willkommen, meine Herren. Sie alle wissen, dass Niederösterreich nicht nur das größte Bundesland ist, sondern vor allem auch das vielfältigste Bundesland. Und diese Vielfalt wird vor allem geprägt von unseren Verantwortungsträgern hier im Bezirk Mödling, wo ich ein herzliches Danke sage allen Bürgermeistern, Vizebürgermeistern, allen Mandataren und vor allem unseren Abgeordneten, unserer Frau Bundesrätin, also auch unserem Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneten Martin Schuster. Wie Sie wissen, für uns sind die Anliegen der Menschen das Wichtigste und die Anliegen der Menschen sind für uns ein ganz klarer Auftrag. Deswegen haben wir uns auch mit ganz wichtigen Themen beschäftigt, die den Menschen ein ganz großes Anliegen sind und haben hier darüber diskutiert, was haben wir in den letzten Jahren zustande gebracht und wo muss der Fokus in Zukunft liegen. Und hier darf ich nur einige Themen streifen, weil wir für Sie umfassende Unterlagen vorbereitet haben. Wir haben für Sie vorbereitet, wie im Bezirk Mödling. Hier im Bezirk Mödling ist eine Bilanz abgegeben, die geht vom Thema Infrastruktur über das Thema Gesundheit bis hin zur Familienpolitik, wo Sie alle Zahlen, Daten und Fakten finden. Daher gestatten Sie mir, wenn ich es äußerst kurz mache. Thema Arbeit und Wirtschaft bleibt weiterhin ein sehr zentrales. Da haben wir beste Zahlen, sowohl was die Senkung der Arbeitslosigkeit betrifft, vor allem aber auch die Anzahl der Beschäftigten. Und hier ist der Bezirk gut unterwegs, permanent steigende Beschäftigung, also auch sinkende Arbeitslosigkeit. Wir wissen, dass die Arbeitslosigkeit aber natürlich in den nächsten Monaten etwas geringer zurückgehen wird, aufgrund der Wolken am Konjunkturhimmel. Ja, deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil die Konjunktur eintrübt und weil vor allem das wichtigste Anliegen ist, haben wir eine Menge an Maßnahmen vorbereitet. Zum Ersten, das Wichtigste ist die Qualifizierung. Qualifizierung deswegen, weil qualifizierte Menschen wesentlich geschützter sind und nicht so anfällig sind, arbeitslos zu werden. Das heißt, Qualifizierung steht ganz oben, egal ob jung, ob alt, ob klein oder groß. Deswegen ganz klare Ansage, wir wollen vor allem die größt angelegte Lehrlingsoffensive, die wir im Jahr 2019 gestartet haben, fortsetzen im Jahr 2020. Warum? Weil das eine Initiative ist, wo wir 46 Millionen Euro investieren, heuer als auch nächstes Jahr, wo wir 7000 Jugendlichen helfen können, wo wir sie an der Hand nehmen, um eben eine Lehrstelle zu bekommen, um sie vor allem auf den Weg zu begleiten, hier eine Fachkarriere machen zu können und zum Zweiten auch damit eine ganz klare Antwort zu geben, den Unternehmen auf die Frage, wo kriege ich meine Fachkräfte her, also hier eine ganz klare Antwort. Zweite große Initiative ist die große Qualifizierungsoffensive für das Alter 25 plus. Und darüber hinaus werden wir auch weiterführen unsere Initiative GEMA 50 plus, wo ich den Gemeinden ein Danke sage, weil das eine Initiative ist, die von den Gemeinden getragen wird. Die Gemeinden haben hier die Möglichkeit, 3 Monate jemanden anzustellen, der arbeitslos ist, wo hier nur 350 Euro seitens der Gemeinde zu bezahlen sind und den Rest übernimmt das AMS und das Land. Hier nur ein Vorteil, zum einen helfen die Gemeinden hier älteren Arbeitslosen und zum zweiten, hier haben die Menschen eine ganz große Chance, ein Sprungbrett in den privaten Arbeitsmarkt zu finden. Dafür auch ein herzliches Dankeschön. Ja, das zweite ist natürlich das Thema Mobilität. Auch hier große Erfolge hier im Bezirk Mödling. Hier haben wir das Schienenangebot am größten ausgeweitet, das heißt, das Schienenangebot ist um 46% gestiegen, ein Wert, den es sonst nirgendwo gibt, der höchste Wert hier in Bezirk Mödling, wo wir um 46% eben den Schienenverkehr erhöht haben. Um was geht es auch? Um Taktverdichtungen, das heißt, wir haben eine Fahrplanänderung im Dezember. Das kommt dadurch zu einer Taktverdichtung auf der Südbahn, Aspangbahn und auf der Pottendorfer Linie.
Zudem geht es natürlich auch, den langfristigen Ausbau zu planen. Auch hier eine Information. Sie wissen, dass die ÖBB derzeit dran ist, zusätzliche S-Bahn-Gleise auf der Strecke zwischen Mödling und Meidling zu planen und damit auch einen 5-Minuten-Takt zu ermöglichen. Und das gilt es wirklich konsequent zu verfolgen, diese Taktverdichtung, wo wir mit der ÖBB im engen Kontakt stehen. Aber ansonsten auch darf ich Danke sagen für die Kooperation im Sinne der Mobilität der Menschen hier im Bezirk. Eine ganz große Herausforderung für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister als auch Gemeindemandatare. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Gesundheit natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir hier im Bezirk 53 Allgemeinmediziner mit einem Kassenvertrag haben. Erste Ansprechstelle für unsere Patientinnen und Patienten. Darüber hinaus haben wir aber natürlich auch unser Klinikum hier im Bezirk Mödling, wo wir sehr stolz sind auf diesen Bau, auf dieses gelungene Klinikum und wo es vor allem auch darum geht, dass beste Arbeit geleistet worden ist. Dafür ein herzliches Danke von uns allen an dieser Stelle, weil jedes Mal bei der Patientenbefragung werden hier eben die Patienten befragt, wie sind sie zufrieden, und diese Zufriedenheit geht von 1 bis 3 zu 2. Und wer ein Kind in einer Schule hat, weiß, was es heißt, eine Note 1 bis 2 zu bekommen. Eine Note 1 bis 2 heißt sehr viel Kompetenz, sehr viel Anstrengung. Daher von dieser Stelle an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Mödling ein herzliches Danke. Von der Küche über die Reinigung, über die Pflegekräfte bis hin zu den Ärzten. Ein tolles Team. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen natürlich Gesundheit auf internationalem Niveau weiterhin halten. Deswegen braucht es hier auch in Zukunft Pflegekräfte als auch Ärzte. Was wir seitens des Landes tun können, tun wir. Wir haben also jetzt die Pflegekräfte aufgestockt seitens der Ausbildungsplätze um 500 Plätze. Deswegen ein Appell, wer hier im Bezirk Interesse hat, eine Pflegeausbildung zu machen, möge sich bitte beim Land eben melden. Aber genauso braucht es natürlich auch mehr Ärzte, deswegen eine ganz klare Forderung seitens Niederösterreich, wo wir auch Rückendeckung bekommen von den anderen Bundesländern, eine deutliche Aufsteckung von Medizinstudienplätzen. Ein Beschluss, den wir jetzt bei der Landeshauptleutekonferenz gefasst haben, ein Beschluss, der vor allem auch unterstützt wird hier vom Bezirk, von unseren Mandataren, dafür ein herzliches Dankeschön, denn es liegt auf der Hand, wenn es zu wenig Ärzte gibt, ist die logische Konsequenz, eben die Medizinstudienplätze aufzustocken, und das wird eine ganz klare Forderung werden an die neue Bundesregierung, damit wir auch weiterhin auf internationalem Niveau Gesundheitsvorsorge und Versorgung anbieten können. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, um was geht es uns in weiterer Folge? Natürlich um das Thema Familie, Betreuung von Kindern und hier vor allem die Familien zu unterstützen, dass sie Familie und Beruf leben können, dass sie vor allem auch die sogenannte Work-Life-Balance leben können. Und da sage ich ein Danke, denn hier ist sehr viel passiert. Wir haben also da 5,5 Millionen investiert in seitens des Schul- und Kindergartenfonds von 2015 auf 2018, was den Ausbau von Kindergärten betrifft, als auch 4 Millionen an finanzieller Unterstützung für die Gemeinde, für die Kinderbetreuung, eben im Bereich der Tagesbetreuungseinrichtung. Wir sind uns bewusst, dass wir da auch weiterhin ausbauen. Warum? Weil natürlich die Eltern immer früher die Kinder auch in Betreuung geben, weil sie immer früher im Beruf einsteigen. Da sage ich Danke dem gesamten Bezirk, weil der gesamte Bezirk erkennt, dass vor allem Familienpolitik eine ganz zentrale und wesentliche Säule ist, der Standortpolitik, und dafür ein herzliches Dankeschön. Ja, das Thema Wohnen ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger gemeinnütziger Wohnbau. Zum einen vor allem aber auch die Eigentumskomponente zu stärken. Wir haben hier ein blau-gelbes Wohnbaupaket eben geschnürt, das wir auch präsentiert haben. Dafür danke, dass das so positiv auch gesehen wird. Ich möchte nur einen Punkt herausgreifen, einen Punkt, der vor allem in den Gemeinden zu finden ist, wo wir immer wieder die Thematik haben, dass es ein altes Gasthof oder eine
alte Schule gibt, wo dann immer wieder die Frage ist, was mache ich mit dem alten Gebäude? Das war bisher unattraktiv für die gewerblichen Bauträger, weil es keine Wohnbauförderung gegeben hat. Aufgrund der Hinweise der Bürgermeister haben wir hier die Wohnbauförderung umgestellt, haben es möglich gemacht, dass gewerbliche Bauträger eine Wohnbauförderung erhalten. Somit bekommen sie eine Wohnbauförderung plus zusätzlich die Möglichkeit, eine Abschreibung vornehmen zu können. Und somit sind die Investitionen für den gewerblichen Bauträger auch rentabel. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, dass gewerbliche Bauträger Interesse zeigen, hier die Revitalisierung vornehmen und vor allem die jungen Familien oder generell die Familien hier auch Platz und Raum bekommen und die Gemeinden den Vorteil haben, dass eben diese alten Gebäude verschwinden und zu schönem Wohnraum auch gemacht werden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer sich auskennt in der niederösterreichischen Wohnbaupolitik, weiß, dass natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie seit Jahren damit verbunden ist, als auch generell das Thema Nachhaltigkeit, Schutz von Natur und Klima bei uns in Niederösterreich schon sehr, sehr lange gelebt wird, weil hier in den Gemeinden unglaublich viel getan wird. Wenn ich daran denke, an die Photovoltaikanlagen, an die Wärmepumpen, wenn ich daran denke, dass LED-Lampen eben zu finden sind, wo es umgerüstet worden ist, wenn ich daran denke, dass wir das letzte Kohlekraftwerk geschlossen, wenn ich daran denke, dass vor allem hier fast jede Gemeinde bei der Klimabündnis-Gemeinde dabei ist, da sind wir überhaupt niederösterreichweit als Region die Besten in Europa. Das heißt, wir haben die meisten Klimabündnis-Gemeinden in ganz Europa als Region. Auch hier ein Danke, was die erneuerbare Energie betrifft, für die Haushalte. Fast 15.000 Haushalte werden eben versorgt mit erneuerbarer Energie. Das bringt auch Wertschöpfung, nämlich 13 Millionen an Wertschöpfung hier im Bezirk. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, gratulieren darf ich auch, dass dieser Bezirk vor allem Spitzenreiter ist im Bereich der E-Mobilität. Da seid ihr Vorreiter. Herzliche Gratulation. Knapp 850 E-Autos sind hier im Bezirk zugelassen. Das heißt, die meisten aller Bezirke befinden sich hier im Bezirk Mödling. Dazu herzliche Gratulation. Das zeigt das Bewusstsein. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte noch sehr lange berichten, aber bitte Sie, diese Broschüre zur Hand zu nehmen. Wir im Bezirk Mödling, hier finden Sie Zahlen, Daten und Fakten zu den verschiedensten Themenbereichen, was ist passiert und was haben wir vor. Diese Bilanz ist nur zu legen, weil wir so tolle Mandatare, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hier im Bezirk haben. Dafür ein herzliches Dankeschön für diese Zusammenarbeit zwischen Land und den Gemeinden. Diese Zusammenarbeit ist uns wichtig, weil wir fest davon überzeugt sind, dass dafür mehr bei den Landsleuten in den einzelnen Gemeinden und Städten ankommt, dass wir hier vor allem offene Türen und offene Ohren haben. Dafür euch wirklich ein herzliches Danke. Das heißt, Miteinander ist bei uns kein Marketingkonzept, sondern eine Erfolgsstrategie im Sinne der Menschen hier in diesem Bezirk. Und da darf ich mich wirklich bei allen herzlich bedanken. Bei dir stellvertretend für alle, sehr geehrter Bezirksparteiobmann, lieber Martin Schuster. Ja, kann nur sagen, ein wunderschöner Bezirk, ein herausfordernder Bezirk und vor allem herausragende Funktionäre und Spitzenvertreter, Verantwortungsträger dieses Bezirks. Nicht nur kompetent, sondern auch sehr fesch. Dankeschön. Danke.